Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, und wieder mal ist mir eine Aufnahme abgeschmiert. Ich freue mich. Ah, ich freue mich. Ich könnte platzen vor Freude. Und muss den ganzen Schmarrn jetzt nochmal machen. Gut. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand überlebt, also keine Person. Dafür müssen eben Dorfzentren draufgehen und so weiter und so fort. Wir haben hier zwei Drehböcke. Die nutze ich jetzt gleich mal. Die werden hier jetzt mal die Burg da plätten. Okay, da ist jetzt auf einmal keine Burg mehr. Früher war da eine Burg. Interessant. Denn eben die da oben. Okay, das müssen die Dorfbewohner dann erstellt haben. Würdest du bitte schneller heilen, du Noob? Ey, ist doch wahr. Nein, ich bin wirklich grantig schlanksam. Das kann nicht sein, echt. Das kann nicht sein. So, ihr vier Bremeln. Ihr macht's hier. Es ist halt mühselig, was soll man machen? Was soll ich dazu sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Echt, weiß ich nicht. Ich bin entrüstet. Erschüttert. Sind eigentlich genug Felder, den einen lasse ich umbringen, damit da unten ein neuer entstehen kann, der hier beim Gold hilft. So, wie schaut es denn aus? Bald genesen, das freut mir. Okay, nichtsdestotrotz muss ich leider Essen verkaufen. So. Kann es jetzt dann mal losgehen? Kann jetzt sein, dass ihr 20 Jahre beim Heilen braucht. Passt, schaut gut aus. Dann gehen wir es an. Sügebedei lasse ich lieber da. Der macht mir zu große Sorgen, dass wenn der stirbt, ne, dass dann nichts Schlimmeres passiert. So. Ihr nehmt euch die Dorfbewohner her und wir machen die Burg platt. So. Hoffen wir mal, dass das hinhaut. Ja. So, was sollt ihr machen? Das Dorfzentrum plätten bringt sie fast nichts. Und das soll sie ausgehen, ihr zwei Drehböcke. Das soll sich ausgehen von der Reichweite. Jo. Jo, geht sie aus. Gut, passt. Habe ich nichts gesagt. Keine Beschwerde. War nichts da. Okay, und ihr nehmt euch das Weltwunder vor. Das muss weg. Los, Hatsch hin. Und so, ne? So, passt. Weltwunder ist zerstört. Alles gut. Und die Burg ist gleich hin. Passt, ihr könnt euch zusammenbauen. Passt, schön gemacht. Hier geht's mal zum Mönch zurück. Ihr haut's ab. Ihr rollt's hier runter. So, dann tun wir ein paar Chevaliers noch bauen. Na los, du sollst auch zurück. Aha, der verfolgt die Drehböcke, das gefällt mir nicht. Der muss weg. Schön daherrollen. Dann auf das Dorfzentrum.
gerade nicht. Schön abnibbeln. Was? Das Dorfzentrum ist zerstört. Sehr gut. Dann auf die Dorfbewohner. Sehr gut. Alter. Hör auf, da was kaputt zu machen. So, ist fein. Die räumen hier schön auf. Ihr sollt bitte Dorfbewohner finden. Moment. Muss ich mal kurz husten. So. Bitte macht die Dorfbewohner platt. Das kann nicht sein, dass ihr das jetzt nicht kriegt. Dorfbewohner killen. Latsch ein bisschen auf. Machbar sein. Wow, 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 wow. Schnell blätterst die Alte. Passt. Da, weiter drum kümmern. Ich soll nur Dorfbewohner killen, was anderes braucht es nicht machen. Es kann nicht sein, dass das so schwer ist. Perfekt. Da, Dorfbewohner. So, schön. Kaputt machen alles. Da ist noch ein Dorfbewohner. Damit helfen. Passt. Ihr baut euch zusammen wieder. Dorfbewohner killen. Passt, ihr rollt hierher. Ich hoffe wirklich sehr, dass das dann jetzt bald mal erledigt ist. Ist sehr fürchterlich sowas. Hey, Dorfbewohner. Hier hin. Hallo, Dorfbewohner. So, der muss weg. Halt, was macht ihr da? Tut da ein bisschen aufpassen, was die da tun. Hallo. Schnell, da ist jemand Dorfbewohner. Oder war einer. Schnell, weg damit. Ah, die Alte, bitte bringt es doch um. Geht ja. Ist ja unfair. Das ist das Schicksal der Oma. Ja, besiegt. Und boah, das alle geht jene schnell. Völker, die es wagen, sich den Mongolen zu... nicht mal ausreden lassen. Schön, haben wir es sogar geschafft. Gott sei Dank. Ah, können wir das laufende Spiel beenden? Ja, bitte gerne. Nichts steht mehr zwischen uns und dem Atlantik. Das mongolische Kaiserreich erstreckt sich über zwei Kontinente. Europa und Asien gehören den Horden. Jedes Land, das wir durchquerten, war danach für immer verändert. Russland, das einst wie auch die frühere Mongolei von streitenden Stadtstaaten durchsetzt war, ist für immer in eine einheitliche, gigantische Nation eingebunden. Genghis Khan schweißte das größte Kaiserreich zusammen, das je von einem Menschen geschaffen wurde. Sein Körper wurde zurück zum Ufer des Oron gebracht, wo einst der legendäre Blaue Wolf und die Rehgeis lebten.
Dort wurde er begraben. Und 1000 Reiter ritten über diese Stelle, um sie unkenntlich zu machen. Genghis Khans letzte Ruhestätte wurde von der Steppe verschlungen. Mein Volk pflegt die Legende, wonach ihr großer Herrscher eines Tages zurückkehren wird, um seine Krieger zu einem neuen, blutigen Sieg zu führen. Sehr gut, haben wir schon geschafft. Perfekt, können wir uns eigentlich schon gar Barbarossa anschauen? Ich denke, das werden wir auch machen, wir haben ja noch knappe 10 Minuten. Also, ach warte mal, worum geht's hier eigentlich, ne? Barbarossa, kann der Wille eines Mannes ein Reich verschmelzen? Naja, haben wir gerade bei Genghis Khan eigentlich erlebt, ne? Friedrich Barbarossa versucht, die im Widerstreit liegenden deutschen Fürstentümer in sein heiliges römisches Reich hineinzuzwingen, um sie dann vor den Machenschaften italienischer Staatsstaaten und des Papstes in Rom zu schützen. Aha, okay. Und wenn er dieses Kunststück zustande bringt, dann bleibt immer noch das Wagnis des dritten Kreuzzugs. Okay, dann schauen wir mal. Kapitel 1. Der heilige römische Kaiser. Sie möchten die Geschichte von Friedrich Barbarossa hören? Dann bestellen Sie besser noch eine Runde. Oder auch drei. Wissen Sie, es ist eine enorm lange Geschichte. Es ist nämlich so, alles an diesem Mann war enorm. Barbarossa war ein Mann mit enormem Appetit, enormen Ambitionen und einem enorm langen roten Bart. Sie werden sich sicher fragen, war das genug? Reicht der Wille eines Mannes aus, um ein Kaiserreich zusammenzuführen? Denn zu dieser Zeit gab es kein heiliges römisches Reich, sondern nur eine Anhäufung von miteinander streitenden Stadtstaaten. Diese Fürstentümer von zweifelhafter Loyalität interessierten sich mehr für einen losen Staatenbund als für ein vereinigtes Kaiserreich. Barbarossa jedoch glaubte, er sei Kaiser von Gottes Gnaden und beabsichtigte, dem heiligen römischen Reich wieder seinen einstmaligen Ruhm zurückzugeben. Und wenn dafür alle deutschen Fürstentümer zerstört werden mussten, dann sollte es ebenso sein. Großartig. Wieso kriegen wir eigentlich so aufs Maul, ey? Das ist voll gemein. Okay, Ziel. Erobern Sie 4 der 6 Reliquien aus dem umliegenden deutschen Herzogtümern. Okay, Hinweis. Aha, da ist ein bisschen was. Okay. Das Reich steht so vielen Feinden gegenüber, da wäre es sinnvoll, 1 oder 2 von ihnen bald loszuwerden, bevor sie zu einer echten Gefahr werden. Denken Sie daran. Nur Mönche können Reliquien transportieren und aufstellen. Sorgen Sie dafür, dass ein Mönch in der Nähe ist, der die Reliquien transportiert, die sie ausmachen. Ob ein gegnerisches Kloster eine Reliquie beherbergt, können Sie dann daran erkennen, dass auf dem Kloster eine Flagge steckt. Der einzige Weg, eine in einem gegnerischen Kloster aufgestellte Reliquie zu bergen, ist dessen Zerstörung. Alles klar. Okidoki. Das heißt, wieder fröhliches Schaffen. Ihr drei schwingt euch gleich mal zu den Bären. Der liebe Speer holt sich die Schäfchen. Ihr macht's gleich mal Holz. Wohin denn? Ich würde sagen, da. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da schützen muss. Das ich soll. Aha, da haben wir schon eine Brücke. Das ich soll. Brücke ist schlecht. Wir sind wahrscheinlich mittendrin und um uns herum sind die Feinde, ne? Denke ich mal. Dann würde ich sagen, wir stellen hier drinnen da so das Holzfällerlager auf und dann sollen sie mal machen. Gut, wow, wir sind schon in der Ritterzeit, das ist sehr schön. 3, 4, 5, was, nur 5? Okay, nur 4, okay, dann nur halt nur 4. 4 weitere Dorfbewohnerleins, okay. Deutschritter, die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Also nur für die Feinde, aber noch nicht für uns. So. Kommt ihr da nicht drum herum, oder wie? Dein Ernst. So.
Aha, tatsächlich, das ist, okay. Okay, das ist nicht begehbar. Aber trotzdem ist hier ein schönes Plätzchen für ein Holzfällerlager. Ich würde sagen, wir bauen es einfach hier hin. Dann. So. Was tut ihr zwei denn da? Zurück mit euch auf eure Posten. So, ihr zwei tut's. 1, 2, 3, 4. Da darf noch eine helfen. Du hilfst beim Essen, dann sind es da auch schon 4. Und jetzt dann 5. Da brauchen wir noch einen für Gold. Also 5 für Gold. Und nochmal 5 fürs Essen, würde ich sagen. So, einer brauchen wir noch dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. So. Da oben haben wir Gold, das passt dann auch. Sehr schön. Wir werden uns richtig gut schützen müssen, fürchte ich. Also hier werden wir auf jeden Fall eine Wand aufziehen müssen. Das sehe ich schon kommen. So, ich würde sagen gleich mal so. Du wäre. Und so. Und dann weiter. Ich würde sagen mal so. Dann schauen wir mal, wohin das geht. Können wir vielleicht auch Fische bauen? Ja, wir können einen Hafen bauen. Also Fische bauen, genau. Einen Hafen möchte ich gerne bauen. Oder ist das... ist vielleicht gar nicht sinnvoll. So, du machst hier mal die Schotten dicht. Gnädigste, du kriegst hier oben das Gold. So. Müssen wir da oben auch zumachen. Boah, müssen wir einen schönen Kreis machen. Sonst werden wir überrannt. Auch hier, ne? Da ist seichtes Gewässer, das ist gar nicht gut. Nein, ich will nur den Speer. Das soll die Schäfchen da abholen. Dann werden wir auch gleich mal... Ach ja, fehlt noch ein bisschen Essen. Komm schon, Essen. Yam, yam. Da werden wir dann auch eine Mühle herbauen. Passt. Werden wir gleich weiterentwickeln hier. Aha, da kommt schon der erste Depp. Aha, dann muss ich hier auch noch abgrenzen. Dass sie hier nicht durchkommen. Alles klar. Ist halt ein bisschen Aufwand, aber was soll man machen? Ich würde sagen, gleich mal so. Und dann hier alles voll mit Dümchen. Und da müsste es schon passen. Na komm. Durch da. Buh wäre. Ja, dann baust halt fertig. Da müssen wir auch die Schotten dicht machen. Ja, ja. Da haben wir wirklich wahr ein bisschen was zu tun. So, dann kommt der nächste Dorfbewohner. Ich will halt schauen, dass wir so um die 20 Dorfbewohner haben. Hm, vielleicht mache ich auch 25 wieder. Schau mal. Aha, da kommen schon die nächsten Deppen. Ah, passt schon so. Bleib so da. Weil die Burg hilft da gar nicht mal so schlecht mit. Hallo. So schön. Ah, das sind auch zwei Schäfchen. Okay. So. Was? Da sind wir fertig. Da oben muss noch gebaut werden. Also sonst könnt ihr da immer durch. Das mag ich nicht. Und hier muss auch noch dicht gemacht werden. So. Passt, dann bin ich da schon mal glücklich. Du könntest eigentlich hier bauen. Ja, ja. Da steht wieder einer im Weg, ne? So. Mit einem schicken Tor. Ja. Dann noch eine Mauer. Und hier so runter. Passt.
Ihr könnt euch dabei wieder verstecken, da hinten. So. Gut. Ja, da haben wir schon mal den Startschuss für den nächsten Part gehabt, ne? Das letzte Kapitel, das wir beschreiten. Mal schauen, wie es uns gelingt, das ganze Zeug hier zu meistern. Und nachdem der Part auch schon wieder zu Ende ist, würde ich sagen, wir freuen uns auf den nächsten. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!